Wärmepumpen im Altbau. Geht das überhaupt und lohnt sich der Aufwand? In diesem Video berichtet der Bauherr Reinhard von seinen Erfahrungen. Von der Planung über die Förderung bis hin zum Einbau. Ganz nebenbei räumt er dabei mit ein paar Mythen auf und gibt nützliche Tipps. Mythos 1. Wärmepumpen sind für Altbauten ungeeignet. Also wir haben hier ein Haus aus den 50er Jahren, wo wir jetzt die Wärmepumpe einbauen lassen. Dieses Haus wurde bisher mit einer Gasheizung und mit Heizkörpern beheizt. Das macht die Wärmepumpe künftig auch. Wir trauen uns sogar, in der Küche und im Schlafzimmer die Heizkörper wegzulassen. Das hängt aber damit zusammen, dass natürlich in diesem Haus wir nicht nur die Heizung tauschen, sondern auch die Gebäudehülle dämmen, neue Fenster eingebaut haben, das Dach haben dämmen lassen. Also insgesamt den Energiebedarf im Haus stark reduziert haben. Und dadurch funktioniert es mit den alten Heizkörpern völlig problemlos. Um festzustellen, ob das auch in deinem Haus möglich ist, hat Reinhard einen guten Tipp. Die Wärmepumpe produziert, wenn sie besonders effizient laufen soll, eine geringere Temperatur in den Heizkörpern als eine herkömmliche Gasheizung. Wenn man jetzt rausfinden möchte, ob im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung das auch mit einer Wärmepumpe funktionieren kann und man hat eine Gastherme, dann kann man sich ja auch mal den Spaß machen und die Vorlauftemperatur an seiner Therme einfach ein Stück runter zu regeln und zu schauen, mit welcher geringeren Vorlauftemperatur in den Heizkörpern man das Haus oder die Wohnung noch behaglich warm kriegt. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass man einfach größere Heizkörper oder modernere Heizkörper braucht, die die Wärme effektiver übertragen als die bisherigen. Mythos 2. Wenn es richtig kalt ist, funktionieren Wärmepumpen nicht. Dass eine Wärmepumpe bei Kälte nicht funktioniert, ist ja an sich schon sehr widersprüchlich, weil eine Wärmepumpe ist eine Heizung, die ist dafür da, ein Gebäude warm zu machen, wenn es draußen kalt ist. Und es funktioniert bei allen handelsüblichen Wärmepumpen wunderbar, auch bei niederen Temperaturen. Und im Extremfall, wenn es so kalt ist, dass der Wärmepumpenprozess so nicht mehr funktioniert, hat jede Wärmepumpe eine Zusatzheizung, die dann einfach elektrisch heizt. Das braucht viel Strom, ist dann natürlich teurer, als wenn der Wärmepumpenprozess, dieser effiziente Prozess, funktioniert. Aber das Gerät an sich macht das Haus immer warm. Mythos 3. Kältemittel sind giftig. Also grundsätzlich sind Wärmepumpen geschlossene Systeme, wo das Kältemittel die ganze Zeit im System kursiert und überhaupt nicht austritt. In dem Fall stellt sich die Frage nach der Giftigkeit gar nicht. Die stellt sich nur dann, wenn ein Schaden auftritt und das Kältemittel austritt. Deshalb haben wir uns für Propan als Kältemittel entschieden, weil das ist weit weniger giftig und vor allem längst nicht so klimaschädlich, wenn es austritt, wie alle anderen Kältemittel. Planung und Vorbereitung. Also wir haben hier natürlich ein Gesamtprojekt mit einer energetischen Sanierung, Fassadendämmung, neue Fenster, das Dach ist auch gedämmt worden. Und wir haben das Ganze natürlich zusammen mit einer Energieberatung gemacht und dabei auch ermitteln lassen, welchen Heizwärmebedarf unser Haus eigentlich hat. Wir hatten hier vorher eine Gastherme im Keller stehen mit 26 Kilowatt Leistung. Und bei der Berechnung vom Energiebedarf, den das Haus hat, kam einerseits raus, dass wir noch ungefähr künftig ein Drittel von dem Wärmebedarf haben im Wohnraum. Aber die Leistung von der Wärmepumpe, die jetzt reinkommt, hat nur noch 6 Kilowatt. Und es zeigt halt auch, dass es wichtig ist, den Wärmebedarf richtig zu kalkulieren. Und das gilt gerade bei einer Wärmepumpe, weil Wärmepumpen sollten möglichst gleichmäßig durchlaufen und nicht ständig ein- und ausschalten, weil dieses Ein- und Ausschalten kostet zum einen Energie, um den Wärmepumpenprozess immer wieder in Gang zu bringen, und zum anderen geht es auch auf die Lebensdauer von dem Gerät. Positive Nebeneffekte. Ja, wir sind jetzt im Schlafzimmer. Hier haben wir die Gaube vergrößern lassen, damit der Raum heller und luftiger wird. Hier ist auch die Heizung mit angeschlossen, aber hier werden wir jetzt vorderhand erstmal gar keinen Heizkörper anschließen, eben weil das Haus ja die Wärme ohnehin nach oben bringt. Wir sind hier im Dachgeschoss und man im Schlafzimmer auch keine so hohen Temperaturen hat. Weil durch die Wärmepumpe, die elektrisch betrieben ist und nichts verbrennt, brauchen wir natürlich auch keinen Schornstein mehr.
Der ging hier tatsächlich relativ zentral und auch so ein bisschen im Weg durch unser Esszimmer und natürlich auch durch die beiden oberen Stockwerke. Den haben wir tatsächlich abreißen lassen und haben jetzt dadurch ein viel offeneres Raumgefühl in diesen drei Räumen. Wir wollten aber hier lieber ein bisschen mehr Licht in die Küche rein haben und ein bisschen freieren Durchgang, und das gefällt uns wirklich sehr gut. Wenn man rechnet, dass man für eine Wärmepumpe eine Größenordnung von 30-55% staatliche Förderung bekommt, dann ist in den meisten Fällen kein großer Unterschied mehr da. Und man muss dazu vielleicht noch überlegen, wenn ich heute eine moderne Gasheizung neu einbaue, ein sogenanntes Brennwertgerät, muss in den allermeisten Fällen halt auch der Kamin saniert werden. Und dann ist man ganz schnell in Preisbereichen, die über den liegen von einer Wärmepumpe abzüglich Förderung. Entscheidend ist aber auch, dass über die Lebenszeit die Verbrauchskosten, die Energiekosten für die Wärmepumpe viel geringer sind, weil sie eben aus einer Kilowattstunde Strom 3-4 Kilowattstunden Wärme macht. Also da ist noch gar nicht mit eingepreist, dass Öl und Gas in Zukunft allein durch den CO2-Preis deutlich teurer werden wird. In unserem Gesamtprojekt haben wir uns natürlich noch den Luxus gegönnt, die verfügbaren Dachflächen mit einer Photovoltaikanlage auszurüsten. Die wird künftig auch Strom liefern, für unter anderem für die Wärmepumpe. Das lohnt sich in jedem Fall, weil man hat den Eigenverbrauch, wir haben einen kleinen Batteriespeicher im Keller, die PV-Anlage kann in der Übergangszeit davon profitieren, und Strom, der im Sommer übrig ist, den kann man ins Netz einspeisen und bekommt sogar noch eine kleine Einspeisevergütung. Und auch deshalb denke ich, dass wir hier mit den Betriebskosten einfach deutlich günstiger sind, als das ohne die ganzen Anlagen der Fall wäre. Bei der Wärmepumpe handelt es sich um das Modell Compress 6800 IAW von Bosch. Die Installation erfolgte durch Mitarbeitende der Firma Octopus Energy. Die Inneneinheit ist nicht größer als ein Kühlschrank und verfügt über einen integrierten Wasserspeicher. Sie wurde am Platz der alten Gastherme installiert. Zunächst haben die Installateure die erforderlichen Bauteile vorbereitet. Anschließend wurden die Rohrleitungen und die Anbauteile montiert. Das erfordert jede Menge handwerkliches Geschick und spezielle Maschinen. Verwendet wurden vorwiegend Aluminium-Mehrschichtverbundrohre und Kupferleitungen. Das Fertigfundament für die Wärmepumpe besteht aus wenigen Elementen, die sich schnell zusammenbauen lassen. Anschließend wird es einfach ins Erdreich eingelassen. Mit Split lässt sich eine ebene Standfläche schaffen. Passt! Nun kann das Erdreich wieder aufgefüllt werden. Bei der Außeneinheit handelt es sich um eine Luftwasser-Wärmepumpe. Das heißt, sie entzieht der Außenluft Wärme und gibt diese an das Heizungs- und Warmwassersystem im Gebäude ab.
Die Verbindung zwischen der Innen- und der Außeneinheit erfolgt über zwei Wasserleitungen. Bei dieser Baustelle wurden diese durch den ehemaligen Lichtschacht verlegt. Kaltes Wasser fließt über eine Rohrleitung nach draußen zur Wärmepumpe. Dort erwärmt es sich und fließt als Warmwasser über eine parallele Leitung zurück zur Inneneinheit. Die komplette Anlage wird über einen separaten Elektroverteiler mit Strom versorgt. Hier wird gerade die Inneneinheit angeschlossen. Die Stromversorgung der Außeneinheit erfolgt ebenfalls über den ehemaligen Lichtschacht. Wenn schließlich alle Systemkomponenten verbunden und angeschlossen sind, kann die Anlage in den Probebetrieb gehen. Zuvor lassen wir uns jedoch das System vom leitenden Monteur Manuele De Rinaldis erläutern. Wir fangen mal hier im Eck an. Hier haben wir die Leitungen, die sind für die Heizkörper gedacht. Einmal haben wir den Vorlauf und einmal haben wir den Rücklauf. Wir haben hier eine Entleerung zum Spülen, zum Entleeren, zum was auch immer. Und hier haben wir einen Schlammabscheider. Der ist dafür zuständig, dass Schlamm und Metall halt gefiltert wird. Hier einen Schlauch dran, spülen, fertig, alles super. Dadurch tun wir halt die Anlage schützen. Dann haben wir hier zwei Absperrungen. Ja. Hier haben wir eine mit einer Rückschlagklappe und hier haben wir eine mit einem Filter. Der ist vom Bosch, den muss man einbauen, ist Pflicht. Dann haben wir noch ein Ausdehnungsgefäß. Der ist dafür zuständig, dass die Druckschwankungen aufgefangen werden. So, dann, was haben wir noch? Dann haben wir hier die Absperrung fürs Warmwasser, nichts Besonderes. Hier haben wir die Zirkulationspumpe mit den Absperrungen und für die Entleerung zum Spülen. Dann haben wir hier zwei Kugelhähne, stinknormale Kugelhähne zum Absperren der Außenleitung. Das ist nämlich die komplette Außenleitung. Dann haben wir hier das Sicherheitsventil vom Trinkwasser. Dann haben wir hier die Füllflasche. Hier haben wir einen Systemtrenner zum Nachfüllen. Der ist dafür zuständig, dass das Heizungswasser nicht zurück in die Trinkwasserleitung gehen kann, weil das darf man halt nicht trinken, ist unhygienisch. Genau, im schlimmsten Fall wird es hier runtertropfen, deswegen direkt über dem Waschbecken. Ansonsten, die Patrone ist dafür da, dass das ganze Wasser demineralisiert wird. Ist besser für die ganzen Wärmetauscher, schützt alles und soll scheinbar Wärme besser leiten können. Hier haben wir noch einen Schlammabscheider für die Außenleitung. Dann haben wir hier die Absperrung fürs Kaltwasser, nichts Spezielles, hat auch eine Rückschlagklappe. Ansonsten haben wir hier noch zwei Entlüfter, nur um sicher zu gehen, dass wir die ganze Luft rauskriegen. Ja, das war's am Bauteilen eigentlich. Jetzt stehen wir am Außengerät. Und zwar haben wir hier unsere Außenleitung. Ja. Da gehen auch unsere Kabel durch. Hier wird auch alles angeschlossen. Ansonsten, was noch interessant ist, wir haben hier unten noch ein Kondenswasser. Ja, das tropft halt teilweise literweise im Winter mit einer Begleitheizung. Genau. Ansonsten haben wir die Diebstahlsicherungen. Die werden angebracht, weil manche Versicherungen das halt verlangen. Ja, das war's eigentlich zum Außengerät. Wenn du darüber nachdenkst, eine Wärmepumpe in einem Altbau zu installieren, könnte dieses Video genau der Anstoß gewesen sein, den du gebraucht hast. Wir hoffen jedenfalls, dass es dich motiviert und dir einige Anregungen gegeben hat. Wenn ja, lass gerne ein Like da, abonniere unseren Kanal und teile deine Erfahrungen in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal bei den Bauhelden.